Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Wir sind mit Captain Derek Curry unterwegs. Er wollte uns ja ein wenig mal auf die Probe stellen, damit wir uns quasi dem Camp beweisen. Als Aufnahmeritus quasi für die Miliz. Am Diamond Lake gelegen. Ich meine, das sieht jetzt wirklich nicht nach einem Diamanten aus. Haben wir uns einen größeren Benzintank angeeignet und ein paar Vorräte als auch Ohren eingetauscht, direkt vor Ort, und trafen auf jemanden namens Wade. Jemand, der, naja, vielleicht schon die ein oder andere Gehirnzelle entweder verraucht oder versoffen hat, man weiß es nicht in Gänze. Aber er war ein ziemlich großer Fan unseres Nachnamens, San John. Er meinte so eine Art Prediger, aber ich fand das mal ganz witzig an der Stelle. Hinzu kam, dass Deacon hier natürlich bei der ersten Gelegenheit nach Sarah gesucht hat, aber ja, wie so üblich. Er sagte ja selber, es wäre zu einfach gewesen. Wir sind dann mit Curry gemeinsam zurück zum Ort des ersten Geschehens gefahren und suchen nun nach einem fahnenflüchtigen Milizsoldaten, der offen gesagt einiges an Vorräten geklaut haben soll. Aber bis jetzt, da hinten soll noch irgendwas sein, was schon hervorgehoben ist. Die Frage ist, was haben wir hier? Ein toter Wolf. Moment, Moment. Was ist das? Ein Rucksack. Einer von unseren. Sie müssen ihn fast gehabt haben. Und er warf den Rucksack ab, um zu fliehen. Nein, er wollte Zeit gewinnen. Er fiel auf seinen Arsch, wollte wegrobben, aber der Wolf sprang. Vasquez ließ den Rucksack zurück. Zwei Schüsse. Das sehen Sie alles? Ja. Was sagst du dazu, Curry? Weil der Munitionsbehälter ist bei uns trotzdem in besseren Händen. Oh yes. Ich glaube, der ist nicht auf der Karte. Die gibt's überall in der Gegend. Tja, vielleicht erklärt das, warum Vasquez hier lang geht. Sehen wir außen rum. Exakt mein Gedanke. Hier lang. Ja, ich bin gleich da. Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. Hat der Schwarm angegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie der Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt, Freaks töten, geht irgendwie Hand in Hand, oder? Okay, ja. Gehen wir erstmal von den Gräbern weg. Die Kälte wird noch mehr von ihnen rauslocken. Ich glaube, die riechen Leichen meilenweit. Teil unserer Strategie der Brandrodung ist es, diese Gräber zu finden, auszuheben und alles zu verbrennen. Naja, dann viel Glück damit. Es gibt hunderte davon, schon allein in dieser Gegend. Und wo muss man anfangen? Gut, wohin jetzt? Weiter, nach Osten. Hey, da ist eine Straße. Warten Sie mal kurz. Was haben Sie? Verfolgt ihn sonst noch jemand? Nicht, dass ich wüsste. Oh. Dann ist er entweder tot oder er hat viele Freunde. Da über seinen Spuren sind Reifenspuren von anderen Bikes. Von vielen Bikes. Hm. Okay. Na gut. Mal sehen, wo Sie hinwollen. Sie sagten, Kälte lockt die Freaks raus? Ja. Kälte, Schnee, Regen. Wolken. Die
schon sagte, Sie kennen Ihre Freaks gut. Im Hauptquartier werden einige Leute mit Ihnen reden wollen. Leute? Der Colonel weiht Sie ein, wenn Sie bleiben dürfen. Ja, ich glaube, das sagten Sie schon. Er führt ein strenges Kommando. Ich will keine großen Hoffnungen weg. Hey, nur keine Sorge. Es ist mir echt egal, wie das ausgeht. Ein Hinterhalt oder Flüchtlings... Hey, halt, da war was. Ja, das kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja. Dann ist es auch auf Vasquez' Karte. Na los. Wenn Vasquez hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht? Auf Mord? Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für beides. Wieso? Tja, das heißt, dass Vasquez nicht kampflos aufgibt. Um die Steine möchte ich mich trotzdem mal kurz kümmern, wenn ich darf. Ah, damn. Manno. Ja, aber ich wollte sagen, das mit dem Rauch da hinten, was wahrscheinlich nicht das Holzfällerlager ist, aber was anderes, ist entweder ein Plünderer- oder Hinterhaltcamp. Eins von beiden. Also leise sind die ja wirklich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf Motorräder. Vielleicht 10 Leute. Plus, minus. Mehr auf jeden Fall als Deacon und Curry zählen. Ist jemand dabei? Ja, das ist er. Ah, Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs! Was meint ihr? Komm schon, was? Ja, das werden wir sehen. Oh, verdammt. Was? Na, ich hab ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl? Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. Das ist wohl wahr. Aber noch zählt das nicht. 15, okay, das ist doch etwas mehr, als ich dachte. Ich seh's. Na gut, dann kann ich ja den Schalldämpfer wieder abpacken. Na gut, Curry, dann zeig mal, was du kannst. Komm raus da. Oh Gott. Junge. Was zur Hölle? Der oder die muss ja schon außerhalb vom Fenster gehockt haben. Au! Get
Kram schaffen. Ich zieh dich zurück. Noch ein weiterer Fertigkeitspunkt. Also prinzipiell, man wird hier gut versorgt, was die Points angeht. Oh, Alter, coole Junge. Die Zahl derer wird langsam aber stetig weniger. Steht noch da hinten, aber wo ist der letzte? Er muss hier irgendwo auf unserer Seite stehen. Ja. Aber Zeit zum Looten sollte da sein. Also bis jetzt ja. Bis jetzt hat mir noch keiner das Gegenteil gezeigt. Die SMP9 ist nach wie vor eine absolute Maschine. Ja, da kommen wir auch raus aus dem Gebüsch, Junge. Wie wär's mal damit? Nicht ran. Der ist bestimmt hier drin. Wer ist das? Oi. Das ist der letzte. Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Na los, möchte ich ja wohl meinen. Vasquez ist nicht mein Mann. Nicht mehr. Na gut, Curry. Das hätten wir unter Kontrolle gebracht. Vorerst. Bitte ist dicht. Alles verriegelt. Also ich Sie halten Wache, falls noch jemand hier ist. Also ich setze mehr. Ich setze mehr auf die Qualitäten der in Geiselhaft genommenen Frau als auf Vasquez selber. Das war doch schon mal ordentlich. Das muss ich ja doch wieder außen rum. Das ist es. Hier unten komme ich rein.
Jo. Hey, wow, 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 wow. Hey, ruhig, ruhig. Ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Okay. Ich gehe einfach darüber. Ja. Bleib mir bloß vom Leib, Mann. Warte, ganz ruhig. Die gehören nicht. Das interessiert mich. Einen Scheiß. Okay, okay. Mann, die hat ordentlich zugelangt. So, die Tür ist wieder offen. Was zum Teufel war das? Nur eine holde Jungfrau in Noten. Was, Cass? Erledigt, absolut erledigt. Captain Corey, komm! Hier spricht Corey. Wir sind da! Wir sind auf der Straße zum Haupttor. Halten Sie Ihre Position. Wir kommen. Was ist mit dem Feind und... Sie wurden... neutralisiert. Position halten. Kuri Ende. Na los. Hier sind Ihre Bikes, Captain. Dann müssen Sie nicht wieder laufen. Danke, Corporal. Und wie war ich? Habe ich bestanden? Bestanden? Na, Sie haben mich doch beobachtet. Ich dachte, das wäre so eine Art Test. Nein. So förmlich sind wir hier nicht. Wie Sie sehen, lassen einige Rekruten zu wünschen übrig. Ja. Aber ja. Bestanden. Also. Bereit für den Colonel? Ja, klar. Warum auch nicht? Okay. St. John, wo haben Sie gedient, bevor die Hölle losbrach? Sie wissen, was eine Notration ist, wenn man feindliche Positionen ausmacht. Und Sie kennen verschiedene taktische Manöver. Also, wo haben Sie gedient? Marines? Armee? Ja... Ja, okay. Ich rede nicht so gern darüber. Ich meine, im ersten Jahr, wer in Uniform war, hatte praktisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich war in der Armee. Gebirgsjäger. Eine komplette Dienstzeit in Afghanistan. Und Sie? Wer beim Militär war, hat eine gewisse Haltung. Keiner Ihrer Soldaten hat sie. Sie schon. Wie gesagt, Sie haben ein gutes Auge. Ich war in der Air Force 10 Jahre beim SAC. Es gibt keine Raketensilos in Oregon. Ich habe hier gerade Urlaub gemacht. Ich hatte Glück. Bevor die Kommunikation zusammenbrach, kamen stündlich Berichte. Sie glauben, hier war es schlimm? Alles östlich des Mississippi war in 2 Tagen überrannt. Sie kennen sich in der Gegend aus? Ja, ich komme aus einer Stadt nördlich von hier. Sie heißt Farewell. Davon gehört? Nein. Aber klingt passend, um das Ende der Welt zu erleben. Ja, wem sagen Sie das? Sie waren also vielleicht schon mal hier. Ja, ich war mal hier. Es war im Sommer. Ich und meine Lady oder meine Frau. Wir waren in den Flitterwochen hier. Haben Sie ein Foto? Von Ihrer Frau, meine ich. Mein Name war Carrie. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Egal. Es ist sehr lange her. Das wäre ein riesiger Uff-Moment gewesen, wenn er jetzt das gleiche Bild gezeigt hätte. Von Sarah. Oder zumindest ein anderes. Aber dank des Briefes ja in seiner Kajüte oder in seinem Zelt wissen wir ja, dass er ja eine Frau hatte.
Weißt du, ich glaube, das da heißt kein Zutritt. Hä? Oh, nein, nein, das gilt nicht für uns. Warum? Weil wir nicht lesen können? Weil wir uns nicht an Regeln halten. Ach, sprich für dich selbst. Nach ihnen. Na gut. Ach, na gut. Also, du machst mich zu deiner Komplizin. Nicht gerade galant. Geil, was? Ja, das heißt... Stimmt. Ich werd's nie lernen. Tut mir leid. Oh mein Gott, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Oh, war bestimmt lustig. Ja, wenn ich ein Handy besitzen würde, dann hätte ich ein Foto gemacht. Tja, ausnahmsweise bin ich froh, dass du keins hast. Ach, komm schon, fang nicht wieder davon an. Hey, ich hab nichts gesagt, du hast angefangen. Hast du doch. Sind das hier die Rainbow Falls aus Cascade oder wo sind wir jetzt gerade? Oder es ist tatsächlich ein Bereich aus den damaligen Flitterwochen. Also, wohin gehen wir? Folg einfach dem Weg, es ist nicht allzu weit. Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich sehen könnte? Nachts, mitten in nirgendwo mit einem Outlaw-Biker. Keine Ahnung, vielleicht. Schatz, zieh einen Pulli drüber. Sehr witzig. Ja, sie würde gar nichts sagen, oder? Du solltest ihr doch nichts von uns erzählen, erinnerst du dich? Oh, bitte, Degen, das ist schon so lange her und es war nicht böse gemeint. Hey, hör zu, ich sag ja gar nichts. Ich hab's noch nicht mal meinem Paps erzählt. Ja, weil dein Vater tot ist. Naja, das ist wohl ein Grund. Der Hauptgrund, würde ich eher sagen. Die Frage ist, hast du es jemandem im MC erzählt, dass du ein nettes Mädchen aus Seattle datest und kein Flittchen aus dem Stripclub, in dem ihr wohnt? Oh, okay, Moment mal. Also, wir wohnen nicht im Stripclub. Ich meine, wir sind da Mitglied auf Lebenszeit, ja, aber wir wohnen nicht da. Und zweitens, ich hab's erzählt. Ja, das hab ich tatsächlich. Warst du wirklich? Ja, komm schon, sei nicht so überrascht. Die finden kluge Frauen ungemein sexy. Oh, ja, ganz bestimmt. Also, ich sollte wirklich längst im Bett sein. Oh, ich weiß. Ach, hör schon auf. Ich meine, es morgen wirklich viel raus. Ja? Wie läuft's denn? Du musst ja nie drüber reden, also... Es ist nichts, nur dieses Projekt. Ich meine, ein paar Chefs aus New York wollen unsere Fortschritte sehen. Und die Schlipsträger bei uns bauen ein neues Labor auf, ohne das mit mir abzusprechen. Ich dachte, du willst nicht drüber reden. Tut mir leid, es ist... Naja, wie gesagt, es ist nichts. Jedenfalls, danke. Es tut gut, mal rauszukommen. Ja, kein Problem. Mich würde trotzdem brennend interessieren, wo zur Hölle sind wir? Was? Tja, das sind Marihuana-Pflanzen und ein Bewässerungssystem, das ergibt eine Grasplantage. Oh, hey, sieh mal, eine Plantage. Du führst mich mitten in der Nacht hierher, mitten ins Nirgendwo, um mir zu zeigen, was der MC illegal hier draußen anbaut? Ja, du hast mich erwischt. Ich hatte gehofft, du gibst uns ein paar Tipps, weißt du, zur Kultivierung. Dann hat dein Studium endlich mal einen praktischen Nutz. Himmel, Deacon, was? Okay, verstehe. Das hier ist nicht, was du mir zeigen wolltest, oder? Nein, natürlich nicht. Komm, geh einfach weiter, wir sind fast da. Aber gut versteckt. Ja, ich lern's wirklich nie. Kaum zu glauben, aber ich lern's wirklich nie. Nein. Sieh mal das Mondlicht, es ist wunderschön. Geh weiter, wir sind fast da. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn überall gleichzeitig die Lichter ausgingen und jeder einfach die Welt so sehen könnte? Wie meinst du, so dunkel und schattig und deprimierend? Ich meine den Mond, die Wildblumen, die Glühwürmchen. Ach klar, du ziehst mich wieder auf.
Okay, du nimmst einfach gar nichts ernst. Oh, ich nehme alles ernst. Ja, klar. Ja, das mache ich. Machst du nicht. Als ich ein paar von meinen Sachen zu dir bringen wollte, hast du so getan, als würde ich Witze machen. Ah, nein, das stimmt nicht. Ich habe mich taub gestellt, das ist ein Unterschied. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Und weißt du, ich habe ein Handy und ein Foto gemacht, willst du es sehen? Hey, du bist Wissenschaftlerin. Können wir rational bleiben? Okay, erstens meinte ich nur, dass wir übers Zusammenziehen nachdenken sollten. Weißt du, wenn wir dann mehr Zeit zusammen hätten und das der nächste Schritt wäre, was ist daran irrational? Ich habe eine Zahnbürste bei dir. Oh, Entschuldigung, weißt du was? Stimmt, das ist ein echtes Bekenntnis. Oh, ich meine, weißt du, was eine gute Zahnbürste kostet? Da, siehst du, schon wieder. Immer wenn ich über die Zukunft reden will, machst du einen Witz draus. Okay, gut. Wir müssen darüber reden und wir werden es auch tun. Aber hör mal ganz kurz auf damit, denn ich will dir etwas zeigen. Okay? Tschüss. Hier. Das hier solltest du sehen. Das ist ein geiler Ort. Not gonna lie. Wow, wie wunderschön. War es das wert? Gott, ja. Hey, ich möchte dich gern was fragen. Ja? Oh. Ticken. Willst du... Will ich? Würdest du... Ist das ein Ja? Zwei Bedingungen. Nämlich? Okay, also erstens will ich keine von diesen Biker-Hochzeiten, wo du sagst, dass du mich so oft reitest wie dein Bike. Klar, kann ich eh nicht versprechen. Hör auf. Okay, und zweitens? Zweitens darfst du mich niemals verlassen. Okay. Hm. Gott, steckt da jetzt dein Biker-Ring an meinem Finger? Oh, weißt du was? Ich glaube, das könnte sein. Sieh doch nur. Die kleinen Zähne sind so süß, als ob sie in die Kette beißen. Nichts sagt, ich liebe dich wie... Hundeschädel. Ein Hundeschädel. Hey, was heißt das hier? Oh, sorry, ich dachte, du kannst Latein. Komm schon. Also, da steht... Morior invictus. Hm. Das heißt, lieber tot als besiegt. Wow, gefällt mir. Aber ich kriege noch einen richtigen Ring, oder? Obwohl dieser hier toll ist. Auf jeden Fall. Ich dachte nur, mein Ring. Er ist, stimmt, es ist dein Ring. Ring. Etwas Schlichteres. Ohne Zähne. Okay. Klar. Oh, Mist, tut mir leid. Nein, das ist schon gut. Das Labor, ich muss rangehen. Okay. Hallo? Ja, nein, schon gut. Gleich da. Okay, tschüss. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Sie brauchen mich da. Was? Ich muss los. Jetzt sofort? Ich meine, um diese Uhrzeit? Es tut mir leid, ich muss gehen, aber ich mach's wieder gut, versprochen. Okay. Na los. Okay. Es war den langen Laufweg wert. Möchte ich mal angemerkt haben. Ein schöner Ort, um einen Hochzeitsantrag zu stellen. Witzig ist halt nur, dass sie selber sagte, sie hätte um die Uhrzeit schon längst im Bett sein müssen und die Firma ruft an und sie muss trotzdem springen. Das ist Arbeit. Fürchterlich. Meine Frau hieß Beth. Nein, ich habe kein Foto. Dann los. Ja, Deacon spielt natürlich bewusst nicht mit offenen Karten, weil wenn dieser Ring an dem Finger eines anderen Mannes steckt,
gibt es einige Möglichkeiten, aber nicht extrem viele. Aber bei dieser Atmosphäre und dieser Szenerie möchte ich mal gesagt haben. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.